Willkommen zu meinem Let's Play zu Wario World. Ja, in Mario Kart 64 habe ich es ja schon angekündigt, es werden neue Franchises kommen und zuerst habe ich mich für die Wario Series entschieden. Warum wir jetzt mit Wario World beginnen und nicht irgendwie mit Wario Land 1 oder so? Keine Ahnung. Ich hatte irgendwie Bock auf GameCube und habe halt geguckt, was habe ich da so? Ah, Wario World. Nur fürs Let's Playen gekauft übrigens. Das Spiel ist blind. Ich habe das erst vor ein paar Monaten erworben, noch nicht einmal angezockt. Gut, zwei Parts von einem anderen Let's Play gesehen, um halt ein bisschen zu schauen, wie das so funktioniert. Und hat mein Interesse geweckt, deswegen zocken wir jetzt als erstes Wario World. Keine Angst, es kommen auch noch die anderen Spieleserien, die ich angekündigt habe, wie Metroid, Kirby und so weiter und so fort. Aber jetzt habe ich einfach Bock auf Wario. Liegt vielleicht daran, dass es hier um Geld geht. Aber erstmal zur Story. Was ist geschehen? Vor langer Zeit existierte ein sonderbares, finsteres Juwel. Es zehrte von den Wünschen der Menschen und konnte deren Sehnsüchte in eigene Macht verwandeln. So brachte dieses ominöse Juwel eine Unzahl bösartiger Geister hervor, die alle unbescholtenen Kreaturen terrorisierten. Doch bevor seine fiesen Vasallen das Land überrennen konnten, gelang es den Wichtlingen des geheiligten Gehölzes, das finstere Juwel zu versiegeln und es tief im Inneren ihrer altertümlichen Ruinen zu verstecken. Die Zeit verging. Und mit ihr verblasste die Erinnerung an dieses Ereignis. Eines Tages jedoch raubte ein selten gieriger Schatzsucher just dieses Juwel und nahm es an sich. Endlich bin ich frei! Jetzt geht's an die Arbeit! Ich werde mir sämtliche Schatztümer dieses gierigen Idioten vorknöpfen und reich werden! Das Geld von Google reicht nicht! Denn ihr müsst wissen, Wario ist ein YouTuber, deswegen hat er so viel Geld. Er hat nämlich Schminktipps und Kochvideos gemacht. Außerdem ist er der Cousin von Herr Tutorial. Und naja, wie ihr seht, ist er nicht gerade wohlhabend. Wenn man das mal mit meinem Palast vergleicht. Aber was ist denn jetzt los hier? Das Juwel, das er sich geklaut hat. Es ist böse und es zerstört seine Burg. Und damit ist das ganze Geld weg. Fail. Ja, was machen wir denn jetzt? Wo sind wir denn hier? Also wir sind hier auf der Weltenkarte. Ich glaube, es gibt vier Welten. Natürlich sind alle anderen erstmal geschlossen und wir müssen starten mit der Waldwelt. Hier, Dish. Dies ist es. Yahoo! Wir haben verschiedene Attacken. Hier diesen Rammsprung. Varios typische Faust. Bäm! Dann noch... Wow, Vorsicht. Eine Stampfattacke, nicht noch sterben, bevor wir das erste Level betreten. Und noch spezielle Moves im Kampf, aber das schauen wir uns dann alles später an. Wir betreten jetzt erstmal das erste Level. Ziel ist es natürlich, viel Geld mitzunehmen und andere Schätze. Wir müssen auch bestimmte Herzteile finden oder so, das haben sie sich anscheinend von Zelda abgeschaut. Und verschiedene Leute befreien. Aber ich werde das Spiel nicht zu 100% spielen, weil es ist auch so ein Sammelspiel einfach und blind ist das nicht so toll. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, wir rennen jetzt zwar nicht durch, also ich werde mir halt alles Mögliche schnappen, was ich so finde, aber ich werde mich jetzt auch nicht für einen Schatz verrenken. Man sieht hier auf dem Startbutton, was man alles finden kann. Also da gibt es halt diese Schatztruhen, Herzteile, verschiedene andere Schätze. Rechts unten werden noch diese komischen Viecher kommen, die wir gleich finden werden. Und eine riesige Wario-Statue. Am besten zeige ich euch den Screen nochmal, wenn wir das Level abgeschlossen haben. Dann könnt ihr euch das besser vorstellen. So, und diese Schalter hier, die schalten immer irgendwo eine Schatztruhe frei in der gleichen Farbe. Das war jetzt lila und hier ist die Schatztruhe auch schon. Sammle solche Schätze, um Spiele zur Übertragung auf den Game Boy Advance zu aktivieren. Das hat man ja zu GameCube-Zeiten ganz gerne gemacht, auch schon bei Wind Waker. Verbindungen mit dem Game Boy Advance, aber das ist eigentlich alles Quatsch. Hey, komm, geh dich mal duschen, du bist YouTuber. Zwar kein Gamer, aber die duschen alle nicht. Wir sind alle gleich. Alle Geld geil, alle Abo geil, View geil, Kommentar geil, Like geil. Okay, bevor ich weitermache, muss ich erstmal den Typ befreien. Wario schaut ganz komisch, wischt sich den Arsch ab, durch die Ritze gefasst, schön, ja, wow. Und wer ist denn da? Wario, da bist du ja endlich. Aber hallo erstmal, zu deiner Information, ich bin ein Wichtling dieses Waldes.
Es sieht übel aus. Du hast dieses finstere Juwel gemobst und nun extrahiert es die Gier, die in deinen Burggemäuern allgegenwärtig ist und gewinnt daraus negative Energie. Dadurch werden schreckliche Dinge in Gang gesetzt. Ich scherze nicht. Hier sind fürs Erste ein paar Tipps. Springe mit Hilfe des Arken. Oh ja, gut. Probier's mal. Ich glaube, er hat mir jetzt auch irgendwelche Moves im Kampf gezeigt. Die werde ich euch auch gleich vorführen. Nur die Gegner dort oben, die waren alle viel zu lasch. Ah, da komme ich eh nicht weiter. Verdammt! Ich hoffe, Wario gibt mir ein bisschen was von dem Geld ab, das er hier findet. Aber irgendwie brauche ich, glaube ich, nicht drauf zu hoffen, weil er ist schließlich ein Geizhals und ein Arschloch. Hey, was haben wir denn da? Sammle diese Items ein, um weitere Herzteile zu erhalten. Ja, ich glaube, das bedeutet halt wie bei Zelda, dass man ein weiteres Leben bekommt. Es gibt hier auch Bossgegner. Und zwar nach jedem normalen Level gibt es einen kleinen Boss. Und am Ende einer Welt gibt es einen großen Boss. Eine Welt hat, soweit ich jetzt weiß, drei... Ups, aua, ich wollte jetzt eigentlich was machen. Drei Level. Wir können nämlich die Gegner, wenn sie am Boden betäubt liegen, packen und durch die Gegend wirbeln und so gegen andere Gegner werfen. Einen weiteren Move werde ich euch gleich zeigen, wenn ich ein neues Opfer gefunden habe. Aber jetzt schauen wir erstmal hier hoch, weil ich glaube, da ist noch was zu holen. Ja, yeah, natürlich. Schön. Ich glaube, diese goldenen Dinger, die sind alle für meine Statue da, oder? Ja, genau. Jetzt seht ihr oben rechts schon den Wario-Kopf. Das wird sich immer mehr zusammenfügen. Stampfattacke! Bams! Diese kleinen Gegner, die kann man leider nicht packen. Nur die größeren, die sind nämlich schon mit einem Schlag down. Sind voll die Opfer. Hier, dich. Ich zeig's euch mal mit dem hier. Den können wir nehmen, springen, eine Stampfattacke machen und dann BÄM in den Boden rammen. Und durch die Druckwelle werden Gegner in der näheren Umgebung umgeworfen. Ach ja, das habe ich auch noch nicht gesagt. Wir haben hier so einen Geldsauger. Voll der Scheiß, ey. Ist echt so. Wario frisst Geld. Er ernährt sich davon. Also so krass bin nicht mal ich, ey. Ein Ring. Juhu. Mit dem können wir dann, denke ich mal, eine Frau suchen. Auch wenn wahrscheinlich keiner von den Girls da draußen Wario haben möchte. Ich meine, er sieht jetzt nicht gerade gut aus. Er ist geizig. Und er ist ein Arsch. Welche Frau will bitte schon so einen Mann? Okay. Leider gibt es sehr viele Frauen, die Arschlöcher mögen. Das ist einfach so. Ich weiß allerdings nicht, wieso. Sagt es mir doch mal! Ich habe inzwischen verdammt viele weibliche Zuschauer, habe ich mal vor kurzem gesehen. Ich glaube, fast 40% oder so. Voll übel. Erklärt's mir mal bitte schön. Warum zur Hölle mögt ihr so viele Arschlöcher, verdammt? Das macht doch keinen Sinn. Und dann immer rumheulen, dass sie euch betrogen haben oder nur verarscht. Ja, würd mich doch nicht wundern, Mann. Alter. Das ist immer so geil, wenn ich auf Facebook rumlungere. Was war das jetzt für ein Bug? Wieso hat er sich nicht festgehalten? Wenn ich auf Facebook rumlungere und dann jemanden rumheulen sehe. Hat mich nur verarscht. Ich dachte, das wäre die große Liebe. Bla, bla, bla. Und dann schaue ich mir sie an. Ganz süß. Und dann sehe ich mir den Verflossenen an. Mega das Arschloch. Ja, meine Fresse, komme ich da mal rüber jetzt? Hose, an den Knien. Gangstercap. Tattoos, Piercings. Am besten noch gefärbte Haare. Also ich will jetzt hier keinen Style irgendwie dumm anmachen und so, aber ich finde das halt alles nicht schön. Und meistens, ich sag's jetzt ausdrücklich, meistens sind solche Leute dann auch die Arschlöcher. Das soll jetzt kein Vorurteil sein. Ich meine, ich habe auch meine Freundesliste so ein paar, die halt, sag ich jetzt mal, einen anderen Style bevorzugen und die sind eigentlich ganz nett. Aber es ist halt nicht meine Welt. Und ihr wisst schon, diese typischen Nullchecker, die in der Schule eine 5 schreiben, das sind die Leute, die immer alle verarschen, ey. Hör mal, am Ende eines Levels musst du mit diesem steinernen Dingsbums fertig werden, das auf dem Zieltor sitzt. Damit es verschwindet, musst du eine bestimmte Anzahl von roten Kristallen einsammeln. Unter jeder Bodenluke befindet sich ein Subraum, in dem du einen Kristall finden kannst. Ja. In diesem Level reichen schon 3 Kristalle aus, um das Zieltor zu erreichen. Das ist das Einzige, was wir wirklich machen müssen. Hier, solche Subrooms sind das. Stampfattacke! Und hier gibt es jetzt immer so kleine Rätsel oder Missionen. Und die muss man eben lösen, damit man an den Kristall rankommt. Hier natürlich im ersten Level ist es noch relativ simpel. Einfach von Block zu Block springen. Da haben wir sogar ein Stück von der Statue. Und diese Kristalle sind notwendig, um den Bossgegnern entgegentreten zu können.
Ja, gerne doch. Ich hau den einen von Latz und schnapp mir ihre Geldbörse. Bams. Ja, hier, das ist, glaube ich, so ein Laden, wie man den aus Super Mario Galaxy kennt. Wenn man dem ein bisschen was zahlt, dann gibt er einem Knoblauch und Knoblauch heilt Wario. Aber ist jetzt eigentlich nicht unbedingt notwendig, dass man das da kauft, weil man findet den Garlic auch so hin und wieder in manchen Schatztruhen. Garlic, englisches Wort für Knoblauch. Ich wollte jetzt nur hier Bildung auch noch mit einbringen. Ach, jetzt macht es kaputt. Na also. Wir sind so geldgeil, wir machen absolut jeden Block kaputt. Okay, jetzt habe ich es verkackt. Ja, dann halt nicht. Dann lass mal's halt. Bam. Du sollst da runter, Junge. Klar, grafisch braucht ihr nicht viel zu erwarten. Das Spiel ist 2003 erschienen. Und auch noch für den GameCube. Und der, naja, wie man es nimmt, hatte halt jetzt nicht so die Mega-Leistung, ne? Vor allem zum heutigen Vergleich nicht. Aber ich habe mich nie beschwert eigentlich. Der GameCube ist für mich echt eine der besten Nintendo-Konsolen, die es überhaupt gab. Ich fand, der hatte die geilsten Spiele. Ist einfach so. Oh Mann, wo muss ich denn hin? Ja, nee. Kletter hoch jetzt. Zum Glück kann sich Wario oftmals auch schön festhalten. Oh, ich habe nicht so ein räumliches Denken. Ich glaube, das sieht man hier ganz deutlich, oder? Ach so, ich hätte aber auch die Kamera ein bisschen verändern können, sehe ich gerade auf dem C-Stick. Ja, so ist es doch gleich viel besser. Mist, hätte ich das gleich mal gecheckt. Shit. Aber wir haben es ja gefunden. Zwei Kristalle haben wir schon, ein weiterer. Und wir können das Level beenden. Bams, bamsy. Wer von euch kennt denn überhaupt Wario World? Also, Wario bringt ja wirklich viele Spiele hervor. Meistens so Jump'n'Runs wie dieses, aber in letzter Zeit sehr viele Party-Games, die offenbar auch besser ankommen. Warum auch immer, ich mag sie nicht. Ja. Weil Wario World hat sich eben nicht so gut verkauft. Nur 0,44 Millionen. Das ist echt ziemlich wenig. Wario, kommst du mit dem B-Knopf klar? Ganz bestimmt? Ja, Tempo-Attacke. Das weiß ich alles. Die geben halt einem immer Tipps. Aber ich denke mal, der Hauptgrund, warum es sich so schlecht verkauft hat, ist einfach, dass es zu den Anfängen des GameCubes kam. Und der ist ja bekanntlich Nintendos am schlechtesten verkaufte Konsole. Leider Gottes. Schon irgendwie lame. Die in meinen Augen beste ist offiziell die schlechteste. Klar, es gibt noch so ein paar Kandidaten, die noch schlechter sind, wie zum Beispiel der Virtual Boy, aber von den Heimkonsolen ist wirklich der GameCube die schlechteste. Gut, aktuell natürlich die Wii U mit nur 3 Millionen, aber die Wii U ist ja noch am Anfang, da kann ja alles noch zum Guten kommen. Auch wenn es für die aktuell echt schlecht aussieht mit den Verkäufen. Aber ich denke mal, mit den zusätzlichen Spielen, die jetzt alle rauskommen, wird das Ganze sich auch wieder zum Guten ändern. Ja, wir müssen hier eine Treppe bauen. Ich sagte ja, ich kenne das erste Level. Später wird es dann blind. Darauf wäre ich vielleicht sogar gar nicht gekommen. Ah, es spielt auch keine Rolle, weil ich habe es versaut. Idiot. Weiß er, was zu tun ist und versaut es trotzdem, ey. Wartet mal, kann man das nochmal probieren oder ist das verschissen jetzt? Ist ja echt übel. Nee, ich glaube, ich kann es nochmal probieren. Also hier, glaube ich, nur zweimal draufhauen, dann hier viermal ungefähr. Und das ganz runterholen. Oder habe ich es jetzt schon verschissen hier? Ich habe es wieder versaut. Alter, bin ich dumm. Oh, man. Seriously? Vielleicht wird es ja was im dritten Versuch. Man weiß ja nicht. Oh, du rutschst ja so wie Luigi, Mensch. Und das bei der Wampe. Dass Wario überhaupt springen kann, oder? Unglaublich. So, und das bombe ich jetzt runter. Exzellente. Eigentlich hätte ich die ganze Kohle da am Boden mitnehmen sollen. Aber hier oben sind ja die richtig dicken Oschis. Yay, und da haben wir auch ein bisschen Garlic. Komm, das machen wir alles kaputt. Das gibt alles Moos hier. Ich will Geld, 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 Geld. Ich habe ja gesagt, Varios YouTube-Partner, der hat 2005 angefangen, also YouTube kam gerade raus, da hat der schon gecheckt, oh, da lässt sich bestimmt Geld machen. Hat direkt mal seinen Kochkanal eröffnet, wo er so schöne Burger brät. Also er macht halt McDonald's und Burger King Konkurrenz. Und dann noch ein paar Schminktipps. Ich meine, hier seht ihr doch, der sieht super aus mit seinem Schnurrbart und seiner Cappy. Gut, wenn er jetzt ein bisschen dünner wäre, dann wäre er ein bisschen sexy, würde ich sagen, aber der Style an sich von Wario ist gar nicht so schlecht, würde ich mal behaupten.
Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Boom! Tot. Gib mir die Kohle. Kohle, 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 Kohle. Gib mir das Geld. Gib mir dein Geld. Los! Ja. Boah, also wenn Wario verhaftet wird, dann hat er richtig ein Problem, weil ihr seht ja, wie der hier mordet. Nur wegen ein paar Cents. Was ist das? Eine Bombe. Lieber weg. Hey, hey, hey. Komm her da. Ja, und Cousin von Hair Tutorial. Also man muss sagen, eigentlich ist Wario schuld, dass wir diesen Hair Tutorial heutzutage ertragen müssen. Denn Wario hat vor Hair Tutorial mit YouTube begonnen und hat ihm empfohlen, boah, Alter, du kannst mal drauf gehen und deine Dummheit versprühen. Und vielleicht kriegst du dafür Kohle. Und ja, dann hat er halt begonnen. Der Hair Tutorial. Und leider hat's geklappt. Naja, kann man nichts machen, ne? So, ich glaube, wir brauchen noch einen Kristall. Einen roten Kristall noch. Dann können wir zum Boss. Oh, was muss ich hier machen? Warte, warte, warte. Nein! Ich habe mir nämlich nicht alles angeschaut. Ja, ist schon verschissen, oder? Ach, vielleicht habe ich schon drei. Ist egal. Ich glaube, ich habe sogar schon drei. Komm, geh mal weiter. Bam! Tisch. Na, wirst du wohl hochgehen? Wir haben nicht so viel Zeit, Alter. Aber mit den Dingern kann ich nicht so gut umgehen. Vielleicht muss ich da gar keine Stampfattacke machen. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich nerven? Ihr könnt jetzt nicht mit mir kämpfen, wenn ich zu tun habe, okay? Ihr könnt sowieso alle nichts. Geld her. Ich weiß nicht, ob das Geld am Ende noch irgendeine Rolle spielt. Wie gesagt, das Spiel ist blind. Ach, endlich rübergekommen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob man das wirklich mit einer Stampfattacke machen muss oder ob es auch ohne geht. Fail. So, was ist hier zu tun? Ein Schalter. Mit einer Treppe. Ich denke mal, das ist zeitlich begrenzt. Oder? Nee, ist es nicht. Das ist ja voll einfach. Also der Kristall ist geschenkt. Was willst du denn hier falsch machen, bitte? Oh Mann. Ja, und ihr seht vielleicht schon, so schwierig ist das Spiel auch nicht. Die meisten der Gegner sind nicht so wirklich stark. Es ist der Anspruch, das Spiel 100% durchzuspielen. Aber blind halte ich das halt einfach für keine gute Idee. Vorsicht, Wario, die Felsklüfte und Abgründe in dieser Gegend sind sehr, sehr gefährlich. Stürzt du hinab, so landest du in Eindorns Bau. Und dort ist es ziemlich ungemütlich. In den Wassergräben da unten verlierst du permanent Münzen. Also sieh zu, dass du die Fluchtfeder findest, bevor du pleite bist. Ja, dann spielt das Geld wohl doch noch irgendeine Rolle oder so. Muss man da jetzt... Ja... Das wollen sie einem jetzt vorführen. Also immer wenn man den normalen Weg verlässt, dann landet man in so einer Grube, in der es gar nicht rund läuft. Ihr seht ja, verdammt starke Gegner, die man glaube ich noch nicht mal besiegen kann. Und dann muss man die Sprungfeder suchen, die irgendwo random versteckt ist. Ja, natürlich ist sie in der letztmöglichen Kiste. War ja klar. Bevor die Gegner oder das Wasser mir die ganze Kohle klauen. That's the problem. Hey, was bist du denn für ein Spaten? Ah, was haben wir denn hier? Hey, das ist das Zieltor. Hast du genügend rote Kristalle gefunden? Dann macht dieses steinerne Dingsbums den Weg frei. Ist das nicht der Fall, kannst du mit Hilfe der Bye-Bye-Ballons zum Anfang zurückkehren. Im Verlauf der folgenden Levels benötigst du zunehmend mehr rote Kristalle. Wenn du Start drückst, kannst du ihre Anzahl im Inventar überprüfen, okay? Ja, wie schaut denn das da eigentlich aus gerade? Wir haben 4 und fast alles der Statue. Außerdem haben wir alle Wichtlinge gefunden. Wir könnten das Level also verlassen. Hier hinten gibt es halt noch ein paar Preise. Ihr seht das ja. Da zum Beispiel die blaue Schatztruhe. Ich gucke mir das jetzt nochmal an. Schau auch hier runter. Da ist wieder ein neues Rätsel. Ich muss da auf jeden Fall drauf. So viel steht fest. Jetzt vielleicht. Kommst du da hoch? Ja, er kommt da hoch. Aufmachen. Alle leben, yay. Und der nächste rote Kristall. Also es ist vielleicht gar nicht so einfach, alles zu finden. Also wenn ihr das Spiel schon kennt oder gerne sucht, dann könnt ihr euch ja dieser Mission stellen.
Aber ich denke mal, dieses Let's Play wird jetzt auch nicht so mega gut ankommen. Es gibt durchaus bessere Wario-Spiele. Die Wario Land-Reihe zum Beispiel ist sehr, sehr gut. Zumindest Wario Land 2 und Wario Land 4 sind sehr, sehr cool. Und Wario World, ja. Es ist okay, würde ich mal sagen. Aber es ist jetzt kein Vorzeige-Gamecube-Spiel. Oder was meint ihr dazu? Vielleicht wird es ja noch besser. Ich kenne ja noch nicht viel davon. Die habe ich direkt aufgegeben. Weil, wieso soll ich mich jetzt da mit den Stacheln streiten, wenn ich sowieso nichts mehr brauche? Ich finde aber die ganzen Schatztruhen auch nicht mehr. Boah, was bist du denn für ein Typ? Hilfe! Ah doch, die blaue habe ich entdeckt. Ah, und die lila fällt mir gerade auch ein. Oder? Moment. Was war denn das für eine Farbe? Ich habe doch hier noch irgendwas gefunden. Wollt ihr mich verarschen? Was war das da drüben? Ach so, Moment. Hier, der Schalter. Ich hol mir jetzt noch den Schatz und dann verlassen wir das Level. Weil so ganz durchrushen will ich auch nicht, dann ist es ja zu lame. Oh, das war ja klar. So ein paar Schätze möchte ich schon mitnehmen. Wario ist übrigens auch mit seinem Desu befreundet. Sieht man ihm aber auch an, oder? Boah, dass ich da nicht drauf lande. Ich fass es nicht, ey. Aber Wario springt so ein bisschen wie so ein Luftballon. Verstehe ich gar nicht. Ich wundere mich, dass der überhaupt springen kann. Na, los, rein damit. Oder bei der Masse? Krass. Und schon allein wieder läuft, ey. Ja. Voll crazy, Mann. So, jetzt gib mir das daher. Bam. Ich würde sagen, wir beenden hier den ersten Part. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr Bock habt auf Wario World oder auf weitere Wario-Spiele. Wie gesagt, es gibt auch bessere. Ich platziere jetzt hier alle Kristalle und dann wird es im nächsten Part schon mit einem Bosskampf losgehen. Bleibt dran bei Wario World. So lang ist das Let's Play sowieso nicht. Ich schätze mal 15, maximal 20 Parts. Bis dann, servus.